Es gibt zwar verschiedene Speichermöglichkeiten, aber für große Energiemengen geht es nur mit Wasserstoff. Und der zweite Grund für den Wasserstoff ist, wir brauchen neue Kraftstoffe für den Verkehr. Und das wird der Wasserstoff in ganz hervorragender Weise mit Elektrofahrzeugen, mit großer Reichweite, aber mit Wasserstoff- und Brennstoffzellenantrieb auch schaffen. Gut, die Zeiträume fangen eigentlich schon in der Vergangenheit an. Brennstoffzellenfahrzeuge sind seit 15 Jahren in Forschung und Entwicklung. Serienmäßige oder serienfähige Fahrzeuge stehen zur Verfügung. Die sind heute auf der Straße in kleinen Stückzahlen. Was im Moment noch zu tun ist in der Automobilindustrie, ist die Produktionsautomatisierung für Brennstoffzellen. Das ist etwas völlig anderes als ein Verbrennungsmotor. Da ist noch einige Arbeit reinzustecken. Aber der Wasserstoff wird verfügbar sein, die Elektrolyse. Die Elektrolyseure sind in der Entwicklung und wir rechnen damit, dass die ersten 1000 Fahrzeuge von verschiedenen Firmen 2014, 2015 auf den Markt kommen. Auch die Japaner drängen auf den Markt, auch auf den Deutschen. Und es gibt Zahlen, dass dann in weiteren Jahren die Zehntausender Zahlen der Produktion erreicht werden und dass man mit 2020 vielleicht doch einige zigtausend Autos auf der Straße hat. Auf der einen Seite eine Infrastruktur für den Wasserstoff ist zu unterstützen. Wir brauchen, ich sage mal, einen Masterplan für erneuerbare Energien, was im Augenblick sich abspielt, dass mal der Ausbau der Windenergie sehr stark forciert worden ist. Und nachdem wir jetzt die Leitungen nicht haben, wird der Ausbau der Windenergie wieder runtergefahren. Schafft natürlich für den Wasserstoff unklare Voraussetzungen für die Zukunft. Die Politik braucht einen großen Masterplan, wo die Firmen auch eine große Planungssicherheit haben und kein permanentes Hin und Her. Und dann brauchen wir für die Fahrzeuge die Infrastruktur und wir brauchen für die große Politik natürlich das Zusammenspiel von Netzen und Speichern. Und das ist im Moment relativ schwierig, weil man die Kraftwerke und die Netze entkoppelt hat und keiner für die Speicher zuständig ist. Und da brauchen wir ganz klare Voraussetzungen durch die Politik.